Hallo, herzlich willkommen wieder bei Marcel and Vogel. Heute wollte ich euch wieder was basteln. Was basteln, Leute? Was basteln? Ja, und was seht ihr gleich? Da sind wir Leute, wieder, Leute. So, jetzt, mein Pulli rutscht immer ein bisschen. So, also mein T-Shirt. So, das ist Julian in eine Papier. Handpuppe. Das ist Julian. Papierhandpuppe. So, sieht es mal aus. Und den wollen wir heute basteln. Das wollen wir heute basteln. Was ihr braucht, seht ihr gleich. So, da sind wir wieder. So, mein Pulli, also mein Dings, da rutscht ganze Zeit, ich weiß nicht irgendwie. Keine Ahnung. So, dafür braucht man so ein viereckiges Blatt. So, ein Stift. Ein Gelb. Warte mal, Julian hat rote Haare, ne? Julian hat rote Haare. Ein Rotstift, er gesessen. So, eine Schere. Mehr eigentlich nicht. Und da wollen wir Julia machen. Jetzt geht's. Also, mach das Blatt hier. Einmal in der Mitte. Ausschneiden. Ausschneiden. So. 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 Dann knickt ihr das einmal so. Knickt ihr einmal so. Zack. Haben wir schon mal das hier. Und den Maul natürlich. So, dann macht ihr hier mit den Augen. Die Augen. Die Augen ist egal, wie man die macht. Augen ist egal, Leute. So. So, Augen ist egal, Leute, wie die den macht. Das ist mir egal. Ist egal. Dann haben wir jetzt erstmal so angemalt. Also. So. Macht sie die Haare so. Mal ganz schnell. So ist auch gut. Und dann, Leute, macht ihr noch innen drin die Zunge. Ist natürlich auch da. Da habe ich auch noch eine Zunge. Wenn ihr wollt, Leute. Nur wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt, Leute. Noch eine Zunge machen. Auf jeden Fall. So gut kann ich jetzt gerade nicht malen, aber geht auch wieder so. Und dann macht ihr wieder mit den Stift hier noch so einen Strich in der Zunge. Und dafür hat er dann den Julian. So. So einfach ist es, Leute. Jetzt habt ihr den Julian. Aus Papier ganz leicht gebastelt, Leute. Naja, aus Papier ganz leicht gebastelt. Also, Leute, macht einen Kommentar hinschreiben, wie ihr es so findet. Ja, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wie es euch gefallen hat. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.